So Leute, ich bin hier in Schweden, habe hier eine kleine Flussmündung gefunden und jetzt versuchen wir es mal, ob hier die Barsche stehen. Ich habe vorher auf dem Echolot ein paar schöne Sicheln gehabt. Und dann gucken wir mal, ob sich hier einer überreden lässt. Barsche hier sind teilweise relativ groß, deswegen auch ein größerer Gummiköder. Ich habe jetzt hier mal einen 15 Gramm Westinchi-Kopf drauf getan, einfach damit der Köder ein bisschen aggressiver absinkt. Oh, da ist schon der erste. Ah, wieder ab. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Der Wind ist relativ stark. Ich wollte hier eigentlich ein bisschen Topwater fischen, aber ist bei dem Wind fast unmöglich. Da ist schon der erste. Oh, ich glaube, das ist so mitunter das kleinste, was wir hier am Barsch drauf kriegen, aber ihr seht schon, wenn ihr euch den Gummiköder anschaut. Ja. Die sind gierig, die Jungs. Schauen wir mal, ob wir die Mutti auch noch kriegen. Ah, da ist schon der nächste. Ja, bisschen besser. Total zu. Voll Zander gefischt. Schauen wir mal, was der so kann. Naja, ein bisschen besser wie der erste. Ja, doch. Der kann sich schon mal sehen lassen. Hauen sich auch den großen Gummi komplett weg. Schwänzchen geklaut. Schauen wir mal, ob es ohne Schwanz auch noch geht. Das sind natürlich die Absinkphasen ultra kurz, weil 15 Gramm ohne Schwänzchen, aber schauen wir mal. Ja, man braucht nicht mal den Schwanz am Gummifisch. Wieder ein kleiner. Es ist Wahnsinn, jeder Wurf ein Biss. Im Flussbett ist es so 2 Meter, 2,30 Meter und sobald du in das Flussbett reinkommst, kommt der erste Biss. Eigentlich wollte ich heute Topwater fischen. Hechte gibt es anscheinend auch.